Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer weiteren Folge die Nachbars-Bauern-Challenge der Generationen auf der Hinterkaifeck. Mit mir im Team der Gacki spielt. Servus! Hallo! Und der Bennett und der Simon im gegnerischen Team. Grüß Gott. So. Grüß Gott, meine lieben Freunde. Und meine Lieben. Ich sehe den unter. Ja, tschüss. Tschüss. So. Und ich gebe jetzt wahnsinnige 150 Euro aus. Oh Gottes Willen. Ich habe festgestellt, dass der Strohpreis so miserabel ist, dass ich uns jetzt hier einfach ein Rundballenlager für Stroh hingesetzt habe und wir packen die Ballen da erstmal rein. Mhm. Was soll ich denn jetzt tun? Soll ich in den Wald gehen oder wo ist eigentlich unser MB-Truck? Der MB-Truck müsste im Wald stehen. Also entweder Wald oder Ansehen. Ach so. Ja, aber was müssen wir jetzt tun noch? Wir haben ja sonst eh nichts zu tun. Wir warten jetzt eh auf die Felder, ne? Im Grunde ja. Dann gehe ich in den Wald, oder? Na gut, dann tue ich die Sämaschine mir dann gleich schnappen. Sag mal, geht es da alles mit rechten Dingen bei unserem gegnerischen Team zu? Ich hab so zwischenzeitlich habe ich schon mal so meine Zweifel, ne? Ja, aber viel tricksen kann man ja nicht. Ja, aber wenn die sagen, die haben ständig zu tun, oder die kommen gerade so mit ihrer Arbeit zurecht und die haben Feldfläche, ja gut, mittlerweile nicht mehr wie wir. Ich glaube, da haben wir mittlerweile mehr. Aber das kann doch gar nicht sein. Ach. Schwer eigentlich. Ich weiß auch nicht genau. So, das heißt, ich brauche jetzt aber erstmal Saatgut. Und auch, dass die das ganze Geld auf einmal, wo haben die das her? Also. Ja, die haben sehr viel Ackergras. Das bringt denen halt wirklich viel Geld und wenn ich bedenke, die Silage, die wir eingelagert haben schon. Mhm. Haben die vermutlich in derselben Menge verkauft. Ja. Und halt auch Geld. Ja, das sind um die 300.000, aber dann... Ja, das ist zum Beispiel der Fan von denen. Genau, aber die haben jetzt wieder 300.000 auf dem Konto. Wo haben sie denn das auf einmal her? Gute Frage. Kann ich dir nicht sagen. Ich kaufe jetzt erstmal ein bisschen Saatgut. Und wir hatten gesagt, Sojabohnen wollten wir ansehen, ne? Jo. Sojabohnen. Ja, da steht... Ah, und jetzt steht eine Premos, steht hier schon beim Shop. Ist die Frage... Wem gehört das Saatgut? Gut, das geht, wir haben ja keinen Lohnerstatus, also... Wenn es nicht unseres ist, dürfte es ja nicht weggehen. Und wenn... Na gut, der passt schon mal nicht. An den komme ich nicht ran. Egal, dann kaufe ich jetzt ein. Saatgut. Dreimal müssten reichen. Und ich sage mal, ob da eventuell irgendwo mal Sachen gemietet worden sind oder so, das kann ich ja nachvollziehen. Das können wir, kann man gucken. Ja, oder ob sie eben Missionen gemacht haben. So, das kann man alles sehen. Das kann ich mal abchecken. Weil so ein paar Sämaschinen, Düngemissionen gemacht, ne, bringt halt schon... Ja... Guten Push.
ist voll. Da fährt ein ein Bennett mit Ballen durch die Gegend. Ja, hub doch nicht mit deinem komischen Fendt. So, bum bum bum. Hoffe ich mal, dass wir das relativ schnell da drauf bekommen. So, dann ziehen wir mal da an, das gute Stück. Stimmt, ich wollte mal was testen noch. Muss ich mal fürs nächste Mal ausprobieren. Mit einem lokalen, das Safe Game einmal lokal ziehen. Und ich will mal was ausprobieren, was mehr bringt, einen Baum zu verkaufen oder einen Baum zu Hackschnitzel zu machen und verkaufen. Ja. Wir müssen ja sowieso die Hackschnitzel machen, ne? Ja. Ja, deswegen war eben meine Überlegung, ob das vielleicht, da mache ich praktisch das Safe Game, ziehe ich mir einmal lokal, damit man eben wirklich dieselben Bedingungen hat. Ich fäll den gleichen Baum, beziehungsweise ich fäll den Baum, speichere ab, verkaufe den Baum und lade das Safe Game einmal neu und mache da Hackschnitzel draus und verkaufe das, um zu gucken, wie sich der Preis verhält. Weil vielleicht bringt es ja doch mehr, wenn man einfach dann direkt Hackschnitzel macht. Machen wir mal ein Tempomat rein. Hast du den Metermaß aktiviert? Ja. Warum sehe ich den? Warum wird mir der nicht angezeigt? Sollte, warte mal. What? Ja, so. Au! Wieso ist der nicht aktiviert? Ist nicht aktiviert. Gut. Entschuldigung. Dann brauche ich mich ja nicht zu wundern, warum er nicht geht. So was. Jetzt kommen gerade die ersten Videos vom Alpin-DLC, sehe ich gerade hier bei mir auf dem Tablet. Ja, ich habe gesehen hier, der McManus war bei Giants in Erlangen eingeladen. Ja, McManus, Mario Hirschfeld, der Hirschfeld habe ich gesehen, Sachsen, genau. Sachsen-Let's Player war auch da. Ja? Und so die großen Streamer eben. Und ich habe von Mario Hirschfeld, der hat so ein bisschen gevloggt, und die dürfen heute ab 12 Uhr dürfen sie Sachen zeigen. Stimmt, die waren gestern dort, ne? Gestern am Samstag waren sie dort. Ja, ja. Und also nach dem, was der Hirschfeld gesagt hat, sind einige interessante Sachen. Ja, müssen wir mal gucken, was es da dann gibt. Im November. Mhm. Ja, ich finde das relativ interessant. Ich meine, die Karte finde ich sehr interessant, dass es zu sehr auf Gas geht, gar nicht mal so. Fast ein bisschen schon langweilig, weil du halt echt kaum Feldarbeit hast, sondern eigentlich nur in der Gaslandwirtschaft unterwegs bist. Aber das ist halt typisch Alpen halt, ne? Oder Berge halt. Was interessant war, der Mario Hirschfeld hatte gestern dann zum Ende von seinem Video den Lizardhahn von Giants noch kurz vor der Kamera gehabt und hat ihn gefragt, was für ihn das Tollste ist an dem Alpin-DLC.
Und er sagte, bei der Karte, die Fenster der Gebäude wären für ihn das Highlight. Ja, die sind auch echt cool, da habe ich schon einen Bericht gesehen. Wird bestimmt nicht schlecht. So, jetzt gucken wir mal, weil das Vorgewende läuft. Weil die sind ja ganz neu gemacht, das sind ja keine Bilder mehr, die nur einfach in den Rahmen drin hängen, sondern das sind ja 3D-ähnliche Objekte mittlerweile. Also es ist immer wieder noch interessant, was die aus dieser alten Engine immer noch rausholen. Immer wieder neue Sachen, bessere Sachen. Jo. So, dann schaue ich auch mal, dass wir unseren Kontostand ein bisschen aufbessern. Ja. Hey, ich glaube, gerade was Wald angeht, sind wir, denke ich mal, hier auch massiv im Vorteil, weil wir eben schon wieder Bäume angesetzt haben. Ja. Ich weiß nicht, ob die das drüben auch schon gemacht haben. Wenn nicht, dann haben die irgendwann ihren Wald leer. Ja, und dann gucken sie in die Röhre. Deswegen muss man eben wirklich gucken, sobald man ein Stückchen Wald weg hat, gleich wieder Bäume setzen. Und wir dürfen nicht vergessen, wir haben jetzt knapp 45.000 Liter Vermehrungsgras im Lager, das nur noch auf einen guten Preis wartet. Ist auch schon mal eine schöne Summe. Ja. Und wenn es, wie gesagt, wenn es ganz dumm ist, dann müssen wir halt wirklich Silage verkaufen aus dem Ziellager. Die Option haben wir ja auch noch. Richtig, ja. Wenn der Preis mal richtig Bombe ist. Wie ist denn der Preis eigentlich? Dann mal Gras, Silage. Silage ist, also, warte mal, Silage. Grassilage 389. 389, und, ja. Gar nicht mal schlecht, ne, aber. Es würden aber noch 100 fehlen, aktuell so zum Maximalpreis, also, nö. Nö. Jetzt muss ich erst scheiß Presse hier aus dem Weg fahren. Die steht mir direkt da vor der Seemaschine. Ja, die wollte ich eigentlich wegfahren, hab's aber irgendwie nicht angekoppelt. Das habe ich nicht gesehen, dass ich die nicht angekoppelt hatte. Hä? Warum kann ich denn jetzt? Ja, und ich hatte beim ersten Vorgewende habe ich sie ein bisschen weggeschoben und jetzt steht sie dann voll im Weg. Aber jetzt steht sie auf dem Grünstreifen, dann passt das wieder. So, dann gleich mal ein bisschen entspannen und dann schön Formel 1 gucken. Ja, das Desaster von Ferrari noch ein bisschen. Oh ja. Also zu dem Desaster fand ich gestern irgendwie eine Aussage ganz toll. Das Williams-Team sagt, wir wollen aus eigener Kraft gegen Ferrari kämpfen. Und ich glaube, das schaffen die sogar. Ja. Aber eins weiß ich, auf das vorletzte Saisonrennen freue ich mich, glaube ich, ganz besonders. Warum? Welches ist das? Das zweite Rennen in Bahrain, wo sie auf diesem Außenkurs fahren, der fast den Ovalcharakter hat. Ja, ja. Mit Rekordzeiten. Ja, die haben ja irgendwie laut Simulation irgendwie im Qualifying 53,9 Sekunden für eine Runde. Das ist schon heftig. Zügig, ja. Habe ich jetzt da alle Bäume da schon wieder eingesammelt? Ja, gut, dann kennt man die an und verkaufen wir das mal. Ja. Mal gucken, ob ich das noch zum Ende der Folge hinkriege. Das sind doch ein paar Bäume. Na?
Das, dann gucke ich mal das eben zum nächsten Mal, dass ich die ganzen Mods mal aktualisiere. Was zum Aktualisieren geht. Oh, da habe ich einen vergessen. Das geht nicht. So, jetzt haben wir sie alle dann, oder? Schon. Und jetzt können wir, glaube ich, dann auch schön mit GPS arbeiten. GPS. Best. 6 Meter. Versatz weg. Linie an. Weil der MB muss ganz schön buckeln jetzt hier gerade eben. Ja, oder man kann vielleicht ja den, wenn wir den 1050 uns holen, den MB dafür weg machen. Wenn wir Geld brauchen, weil der MB bringt mehr wie der Case. Mhm. Ja, jetzt fahren wir erstmal die langen Bahnen. Oh, da kann man sich ein bisschen zurücklehnen. Füße ein bisschen baumeln lassen, ja. Das ist halt das Schöne mit GPS. Keine Bahn auslassen, weil sonst haben wir ein Problem beim nächsten Mal. Boah, ich komme halt echt kaum vom Fleck, ey. Das gibt's ja gar nicht. Eine Bahn, zwei Bahnen schaffe ich noch und dann ist eh schon wieder die Folge rum. Ja, hier bergab geht's ein bisschen schneller. Bergab schaffe ich 16 km/h. Wow. Eine dünne Stufe. Da können wir dann gleich noch mal dünnen. Genau so war das. Wenn angesät ist, hier gleich hier drüber gedüngt. Ja, ja, ich habe ja da schon drüber, also die erste Düngestufe habe ich schon drauf gemacht. Ja, da müssen wir einfach wirklich in Zukunft dran denken. Erst düngen, dann sehen, dann gleich noch mal düngen, dann ist das Düngen nämlich durch. Ja. Das Vermehrungsgas auf der 33 muss nochmal gedüngt werden, ne? Da ist, glaube ich, nur eine Stufe im Moment drauf. Ja, da müssen wir halt gucken, wenn es da nochmal... Ja, aber, glaube ich, wird machen. Schwierig, ne? Weil das ist, glaube ich, schon in der... Ja, schon? Ne, es ist noch hell, mittelgrün. Da kommt noch eine Stufe drüber. Also das können wir noch. Muss man eben nur im Auge behalten. Wenn wir da das Gras dann einsammeln, das wird lustig, glaube ich. Jetzt komme ich nicht mehr so um die viel, Kurve rum. So viel wie da rumliegt. Ich muss es aufteilen. Voll gegen die Wand geammelt. Oh, das ist gut drehen.
6691. Ja, das war aber nur eine kleine Fuhe von dem, was ich hier mitgeschleppt habe. Also, ist gut. Kommt schon noch ein bisschen was. Mal gucken, aber ich konnte es gerade nicht mehr ziehen, deswegen ist jetzt ein bisschen aufgesplittet. So, jetzt nehmen wir das hier mit. Musst du dich beeilen oder nächstes Mal machen? Wie viel haben wir noch? Eine Minute drüber. Ach, du heiliges. Ja, dann würde ich sagen, machen wir das nächste Mal. Ja, dann vielen Dank fürs Einschalten, liebe Leute. Schön, dass ihr dabei wart. Lasst ein Däumchen bei mir und beim Gacki da. Auch einen Kommentar dürft ihr gerne da lassen. Wir freuen uns. Und ansonsten wieder beim nächsten Mal mit einschalten. Tschüss. Von mir auch. Ja, guckt beim Andi rein und schaltet wieder ein, wenn wir hier wieder unterwegs sind. Bis dann, macht es gut und tschüss.